Guaras de Lara heißt der Sieger des Weltpokals. Die Mannschaft aus Venezuela war zwar nicht unbedingt das bessere Team, aber am Ende der glücklichere Gewinner. Umso niedergeschlagen natürlich die Skyliners. Ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht. Weltpokalsieg, das wäre natürlich sehr schön gewesen. Ich denke, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, konnten dann leider nicht auf gleichem Level weiterspielen. Und ja, ist sehr schade. Und jetzt probieren wir uns natürlich auf den Saisonstart zu fokussieren, der ja am Freitag dann auch beginnt. Vor 5000 Zuschauern in einer ausverkauften Fraport Arena legten die Gäste aus Südamerika gleich los wie die Feuerwehr und zeigten, dass sie durchaus gekommen waren, um den Pokal mit nach Hause zu nehmen, und zogen schnell auf 9:15 davon. Viele Fans hatten hier die Angst, dass das Team der Hessen vorgeführt werden könnte, die Spieler selbst aber nicht. Nein, also zumindest mein Gefühl, es war nicht so. Ja, ich weiß, was das Team kann. Ich denke, das hat man dann auch vor allem im zweiten Viertel gesehen, wo wir dann sogar die Führung erlangen konnten. Wir sind ein relativ junges und noch nicht sehr lang zusammen als Team. Von daher muss man uns, denke ich, auch noch ein bisschen Zeit geben. Wir probieren uns im Training von Tag zu Tag zu verbessern, zu entwickeln und hoffen natürlich dann auch eine gute und erfolgreiche Saison zu spielen. Die Skyliners hatten zwar Probleme, ins Spiel zu finden, zeigten dann aber auch, dass in der kommenden Saison durchaus mit ihnen zu rechnen ist. Morrison auf Robertson, das sah schon nach richtig gutem Basketball aus. Die Nummer 23 der Fraport Skyliners spielt bereits seine 8. Saison in Frankfurt und ist mit Abstand der dienstälteste. Er am Ende wieder einer der besten Punktesammler seines Teams. Insgesamt haben die Skyliners 8 Abgänge und 6 Neuzugänge. Der Spielstil wird aber der gleiche bleiben. Ich denke, wir probieren unseren Frankfurter Style quasi an Basketball zu spielen. Wir wollen sehr aggressive Defense spielen, daraus zu einfachen Körben kommen. Und offensiv liegt der Fokus wirklich auf dem Teamplay. Und das ist sehr ähnlich wie in den letzten Jahren auch. Also die Idee hinter dem Basketball, den wir spielen, ist identisch. Alles klar. Auch bei den deutschen Spielern stehen nach dem Abgang von den Nationalspielern Vogtmann und Bartel jetzt andere im Fokus. Die Fußstapfen dieser beiden sind allerdings riesig. Ja, also die zwei haben natürlich eine super, super Zeit hier gehabt. Aber man darf auch nicht vergessen, die haben auch erstmal klein angefangen hier. Und jetzt muss man uns Jungen einfach die Chance geben. Die werden wir auch bekommen. Und naja, es wird natürlich jetzt von Anfang an nicht immer alles super laufen. Aber mit der Zeit, denke ich, wenn wir uns an die BBL gewöhnen, sind wir auch in der Lage, guten Basketball zu spielen. Ja. Das Weltcup-Finale war spannend bis zum Ende. Denn die Frankfurter hielten sehr, sehr gut dagegen. Das Team von Co-Trainer Klaus Perwas geleitet, konnte die Partie bis in die Schlussphase offen halten. Doch dieser Dreier aus fast 9 Metern war wie ein Stich ins Herz der Frankfurter, die jetzt mit 6 Punkten zurücklagen und das, wo nur noch 45 Sekunden zu spielen waren. Doch sie gaben sich nicht auf. Neuzugang Sherwin Shields mit dem Dreier und die Verkürzung auf 3 Punkte Rückstand. Die Skyliners weiter mit ihrer Chance. Sie kämpften sich den Ball zurück und waren wieder im Angriff. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Eben noch der Held, verliert Shields an der Mittellinie den Ball und damit war das Spiel entschieden. Es ist super schade, dass wir es am Schluss doch so knapp verloren haben. Die Chance war auf jeden Fall das ganze Spiel da und am Schluss hat es ein bisschen gefehlt, das Spiel noch zu drehen. Ich denke mal, wir sind selber dran schuld. Wir waren am Schluss einfach ab und zu einen Schritt zu spät und die Ballverluste am Schluss haben uns dann zur Niederlage geführt. Und der letzte Dreier hier von dem Point Guard war natürlich ein Heartbreaker. Haben wir super Defense gespielt, hätten wir da noch einen Stop bekommen, hätten wir vielleicht nochmal das Spiel ausgleichen können, aber das war natürlich ein Schuss ins Herz. Mit dieser Leistung allerdings brauchen die Fraport Skyliners nicht traurig über das verlorene Spiel zu sein. Die Hessen sind gut gerüstet für den Saisonstart am kommenden Wochenende.